Loch 16, 275 Meter für die Herren, 241 Meter für die Damen. Ein schönes Par-4-Loch, Dogleg nach links. Es ist immer schön, Entscheidungen treffen zu müssen und dieses Loch fordert auf jeden Fall eine richtige Entscheidung. Longhitter reizt es direkt über die großen Pappeln auf das Grün zu spielen, aber es ist riskant, wenn dieser Schlag nicht gelingt. Wenn der Ball nicht die nötige Höhe hat, dann trifft er die Pappeln und man sieht sehr oft nicht, wohin er abprallt. Das tiefe Rough links der Bäume verschlingt nämlich die Bälle sehr gerne. Optimal ist hier ein Fairway-Holz oder ein langes Eisen direkt in die Lücke zwischen den Bäumen zu schlagen, um ein Eisen 9 oder ein Wedge noch zum Grün zu haben. Der Schlag ist trotzdem nicht einfach. Wenn der Ball nämlich nicht weit genug fliegt oder weit genug rechts liegt, hat man die Pappeln trotzdem vor der Nase. Das Grün ist zudem sehr gut bewacht mit zwei großen Bunkern links und rechts. Auch hier ist es ein großes, flaches Grün. Auf diesem Loch sind alle Ergebnisse zwischen einem Eagle und dem absoluten Horror absolut möglich.